Die frühneuzeitliche Art der Kriegsführung, bekannt unter dem englischen Begriff Pike and Shot, war eine Antwort auf Kräfte, die die spätmittelalterlichen Schlachtfelder Europas beherrschten. Dazu gehörten beispielsweise der Schweizer Gewalthaufen und die französischen Gendarmes, eine schwere Kavallerieeinheit. Diese französischen Panzerreiter suchten ihresgleichen unter den berittenen Truppen Europas, und die tiefgestaffelten Schweizer Gewalthaufen wehrten sich mit ihren langen Piken erfolgreich gegen Kavallerie. Darüber hinaus gab ihnen die Tiefe der Formation den nötigen Schwung, um feindlicher Infanterie im Sturmangriff über den Haufen zu rennen. Wurden französische Gendarmes und Schweizer Pikeniere in Kombination eingesetzt, schien es zunächst, als wären sie unbezwingbar. Die ersten, die sich erfolgreich gegen diese kombinierte Kraft behaupteten, waren die Spanier. Aber auch sie mussten in den italienischen Kriegen, besonders in der Schlacht von Seminara im Jahr 1495, ihr Lehrgeld zahlen. Bei Seminara setzten die Spanier ihre bewährte leichte Kavallerie, die sogenannten Jinetes, Infanteristen, die mit Rundschilden und Schwertern kämpften, sogenannte Rodoleros, und Pikeniere ein. Die Spanier und die italienischen Truppen, die an ihrer Seite kämpften, gingen hinter einem Fluss in Stellung, während die Franzosen und die Schweizer direkt auf sie zumarschierten. Als die französischen Ritter den Fluss überquerten, setzten die Jinetes ihnen schwer zu, indem sie immer wieder auf sie zuritten, sie mit ihren Wurfspießen bewarfen und im letzten Moment abdrehten. Aber es dauerte nicht lange, bis sich das Blatt wendete, denn die unerfahrene italienische Infanterie wurde überrannt und floh. Den spanischen Truppen gelang es nur knapp, den Rückzug nach Seminara zu decken, indem sie die Gegner in einer verzweifelten Anstrengung zurückhielten. Nach der Schlacht von Seminara erkannte El Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, dass seine Truppen der offensiven Kraft der Franzosen und Schweizer nichts entgegenzusetzen hatten. In der Folge reformierte er die spanischen Truppen gründlich. Die wichtigste Änderung war, dass er große Teile seiner Infanterie mit Schusswaffen ausstattete und sie in sogenannten Coronelias von 6000 Mann zusammenfasste. Die Wirksamkeit dieser Anpassung zeigte sich schon bald darauf in der Schlacht von Cerignola im Jahr 1503. In dieser Schlacht verschanzten sich die Spanier zusammen mit den Landsknechten, die in ihren Diensten standen, vor den Mauern der Stadt Cerignola. Von ihren sicheren Stellungen aus schossen über 1000 spanische Arkebusiere die herandrängenden französischen Ritter und Schweizer Söldner nieder. Cerignola gilt nicht nur als die erste Schlacht, die mit Schießpulver gewonnen wurde, sondern auch als die erste richtige Pike-and-Shot-Schlacht. 1534 wurden dann die Coronelias zum Tercio umstrukturiert. Tercio bedeutet laut dem Militärhistoriker Ignacio López ein Bündel oder der dritte Teil von etwas. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass sich der Name auf die drei verschiedenen Waffentypen bezog, die in der Formation eingesetzt wurden: Schusswaffe, Schwert und Pike. Laut dem Historiker Michael Sicora beherrschte das Tercio bis zum Dreißigjährigen Krieg die Schlachtfelder Europas. Seine mehrfach bewiesene militärische Leistungsfähigkeit steht beispielhaft für eine Epoche der Militärgeschichte. Ähnlich wie die Regimenter anderer europäischen Armeen bestand ein Tercio aus 10 bis 12 Kompanien von jeweils etwa 250 Soldaten, so dass es insgesamt 2.500 bis 3.000 Mann stark war. In der Praxis variierten diese Zahlen natürlich. Die Hauptstreitmacht des Tercio bestand idealerweise aus 1.400 bis 2.500 Pikenieren und Schwertkämpfern. Auf allen Seiten der Nahkämpfer standen Schützendivisionen, die aus je 30 bis 60 Mann bestanden. Dazu kamen 4 relativ unabhängig operierende Schützentrupps von je 100 bis 400 Mann. Sie wurden von einigen Pikenieren oder Hellebardieren begleitet, um sie gegen Kavallerieangriffe zu schützen. Im Fall eines größeren Angriffs konnten sie sich rasch zwischen die Pikeniere der Hauptmacht zurückziehen. Den Kern des Tercios bildeten spanische Veteranen, die für ihren Zusammenhalt und ihre Disziplin im Kampf bekannt waren. Die Veteranen-Tercios wurden Tercios Viejos, alte Tercios, genannt. Sie wurden durch Soldaten ergänzt, die in der jeweiligen Region des Einsatzes rekrutiert wurden. Dazu gehörten vor allem Wallonen,
Italiener und Deutsche. Ein Konflikt, in dem die spanischen Tercios eine entscheidende Rolle spielten, war der Dreißigjährige Krieg. Eines der besten Überblickswerke dazu ist Der Dreißigjährige Krieg, Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma von Herfried Münkler. Der Haken? Münkler hat sich 976 Seiten Platz gelassen, um alles im Detail zu erklären. Da muss man schon fast eine Urlaubswoche investieren, um sich durchzuarbeiten. Aber es gibt eine Lösung dafür, nämlich die App Blinkist. Blinkist ist der Sponsor dieses Videos. In der App findet ihr auch eine kompakte Zusammenfassung von Münklers Monumentalwerk. So erfahrt ihr das Wichtigste zum Dreißigjährigen Krieg in wenigen Minuten. Und genau darum geht es bei Blinkist. In nur etwa 15 Minuten die Kernaussagen von mehr als 5000 spannenden Büchern und Podcasts zu verstehen. Zur Auswahl stehen Bestseller aus 27 Kategorien, wie zum Beispiel Geschichte, persönliche Entwicklung und Kommunikation. Wenn du jetzt auf blinkist.de/sandromangeschichte gehst, erhältst du 25% Rabatt auf ein Jahresabo Premium von Blinkist, das du 7 Tage lang kostenlos testen kannst. Aber was war denn nun das Schlüsselelement für den Erfolg des Tercios? Robert Barrett, ein britischer Militärschriftsteller und Dichter, der um 1600 schrieb und lange in Spanien lebte, schrieb: Das eine ohne das andere ist um mehr als die Hälfte geschwächt. Deshalb ist es nötig, das eine mit dem anderen in passendem Verhältnis zu kombinieren, so dass die Stärke des einen die Schwäche des anderen ausgleicht. Damit spricht er ein zentrales Problem an. Pikeniere allein konnten Schützen wenig entgegensetzen, während eine reine Schützeneinheit Kavallerieangriffen beinahe wehrlos ausgesetzt war. Die Lösung dafür und der wichtigste Grund für den Erfolg des Tercios war die taktische Symbiose von tief gestaffelten Pikenierformationen und Schusswaffen. Im Mittelalter bestanden die meisten Heere aus einem Kern von schwerer Infanterie und die Schützen bzw. Plänkler operierten an den Flanken oder im Rücken der Streitmacht. An den Flanken konnten sie zwar ständig schießen, ohne ihre Kameraden zu gefährden, waren aber schlecht vor feindlicher Kavallerie geschützt. Hinter den Formationen waren sie zunächst in Sicherheit, aber sobald der Nahkampf begonnen hatte, konnten sie nicht mehr schießen, ohne ihre Kameraden zu gefährden, und diese konnten sie nicht mehr beschützen. Sobald dann Schwarzpulverwaffen eingesetzt wurden, konnten die Schützen nicht mehr hinter der Infanterie in Deckung gehen, weil sie sonst nicht mehr schießen konnten, da die Flugbahn ihrer Geschosse sehr viel flacher war als die von Pfeilen. Wenn sie also eine einigermaßen geschützte Position auf dem Schlachtfeld haben sollten, mussten sie in die Formation integriert werden. Außerdem waren Fußsoldaten allein berittenen Plänklern wehrlos ausgesetzt. Das war nun noch entscheidender, weil diese begannen, Schießpulverwaffen, vor allem Pistolen, zu verwenden. Ihre effektivste Taktik war die Caracolla. Caracolla kommt vom spanischen Caracol, was Schnecke oder Spirale heißt. Sie war eine Alternative zum Sturmangriff mit der Lanze, der seit dem 15. Jahrhundert, als Infanterieformationen begonnen hatten, lange Piken einzusetzen, immer schwieriger umsetzbar war. Wenn Pikeniere und Arkebusiere kombiniert wurden, wie bei den spanischen Tercios, konnte aber auch die Caracolla gekontert werden, weil die angreifenden Reiter in die Reichweite der Schützen kommen mussten, bevor sie auf die Infanterie schießen konnten. Zusätzlich konnten die Schützen mit dem sogenannten Kontermarsch auch einer Infanterieformation schwer zu schaffen machen. Beim Kontermarsch feuerte die erste Reihe ihre Gewehre ab und lief dann nach hinten, um nachzuladen. In dieser Zeit trat die zweite Reihe vor und schoss und so weiter. Eine Armee bestand normalerweise aus mehreren Tercios, die in einer schachbrettartigen Formation aufgestellt waren, der sogenannten spanischen Ordonnanz. Dabei bildete die gesamte Infanterieformation eine lange Front, aber keine geschlossene Linie. Das war einer der wesentlichen Unterschiede zum mittelalterlichen Schildwall und der späteren Lineartaktik. Diese schachbrettartige Aufstellung hatte mehrere Vorteile. Zunächst war die Gefahr weniger groß, dass eine Armee zerfiel, wenn ein Teil bzw. ein Tercio besiegt wurde.
Dann konnten die benachbarten Einheiten den Rückzug der angeschlagenen Einheit decken, was es schwer machte, sie zu verfolgen. Auf die gleiche Weise konnten auch die erschöpften Truppen durch Reserveeinheiten ersetzt werden, ohne die Formation auflösen zu müssen. Und schließlich hatte die klare Trennung der einzelnen Einheiten den Vorteil, dass sich Panik und Unordnung weniger rasch ausbreiten konnten. Die Aufteilung in kleinere Einheiten erlaubte den Kommandanten feinere taktische Eingriffe. Das wiederum machte das Kommandieren komplizierter und trug so zur Professionalisierung der höheren Ränge bei. Im Lauf des 16. Jahrhunderts wurden die Schusswaffen immer besser. Damit wurden sie auch für das Tertio wichtiger und der Anteil an Schützen pro Einheit stieg stetig an. Während um 1500 nur etwa 10% eines Tertio mit Schusswaffen bewaffnet waren, war im Dreißigjährigen Krieg bereits etwa die Hälfte der Infanteristen Schützen. Kurze Waffen wie Schwerter, Äxte und kurze Stangenwaffen verloren dagegen an Bedeutung, so dass die Tertios bald fast nur noch aus Pikenieren und Schützen bestanden. Generell waren Schießpulverwaffen viel effektiver als zum Beispiel Armbrüste. Laut dem Militärhistoriker Clifford Rogers erzeugte eine schwere Armbrust mit Stahlbogen eine Energie von bis zu 200 Joule. Eine gut geladene Arkebusenkugel verließ den Lauf dagegen mit etwa 2700 Joule. Aber nicht nur die Handfeuerwaffen, sondern auch die Artillerie wurde zu einem wichtigen Faktor in der Kriegsführung. Die bessere Effizienz der Schießpulverwaffen führte zu höheren Opferzahlen und in der Folge zu neuen Methoden, um sich zu schützen. Selbst wenn sie keine schnellen Siege in offenen Feldschlachten brachten, waren die unbesungenen Helden des Krieges in der frühen Neuzeit Gräben und Gruben. Während der Sieger einer mittelalterlichen Schlacht hoffen konnte, mit kleinen Verlusten davonzukommen, erlitt der Sieger einer frühneuzeitlichen Schlacht oft fast genauso viele Verluste wie der Verlierer. Zum Beispiel verloren in der Schlacht von Newport im Jahr 1600 sowohl die Niederländer, die die Schlacht gewannen, als auch die besiegten Spanier je etwa 2500 Mann. Niemand wollte so hohe Verluste riskieren. Das trug deutlich dazu bei, dass Schlachten auf offenem Feld seltener wurden. Die Niederlage, die die spanische Armee bei Newport erlitt, wird manchmal als frühes Zeichen für den Niedergang des Tercio gesehen. Ein heroischer, aber letztendlich gescheiterter Auftritt des Tercio war die Schlacht von Rocroi, die 1643 stattfand. Die Schlacht machte deutlich, dass die Tercios nicht unbesiegbar waren. Als ein spanisches Heer Rocroi belagerte, sandten die Franzosen der Stadt ein Entsatzheer zu Hilfe. Das zwang die Spanier, sich von der Belagerung abzuwenden, um sich der französischen Armee entgegenzustellen. Am frühen Morgen des 19. Mai griffen die französische Infanterie und die Kavallerie auf dem linken Flügel die Spanier an, scheiterten jedoch zunächst. Es gelang ihnen nur mit der Hilfe von Reservetruppen, den spanischen Gegenangriff aufzuhalten. In der Zwischenzeit war es den Franzosen auf der anderen Flanke aber gelungen, die spanische Kavallerie in die Flucht zu schlagen. Anstatt nun die exponierte spanische Infanterie anzugreifen, ritten sie hinter den spanischen Reihen durch und gelangten so in den Rücken der verbliebenen spanischen Reiter, was auch diese zum Rückzug zwang. Darauf verließen auch die Artilleristen ihre Stellungen, so dass die Infanterie allein auf dem Schlachtfeld zurückblieb. Es dauerte nicht lange, bis alle spanischen Truppen bis auf 6 angeschlagene Tercios geflohen waren. Als der Kommandant der Franzosen diese standhaften Reste der spanischen Armee aufforderte zu kapitulieren, antworteten sie angeblich: „Seine Exzellenz scheint zu vergessen, dass er es mit einem spanischen Regiment zu tun hat." Und der Kampf ging weiter. Die verbliebenen Tercios wehrten zwar mehrere Kavallerieangriffe ab, erlitten aber enorme Verluste durch Artilleriefeuer. Dennoch gelang es den Franzosen bis zuletzt nicht, die angeschlagenen Tercios zu brechen. Sie hatten keine andere Wahl, als zu verhandeln und den Spaniern Kapitulationsbedingungen zu gewähren, die im Normalfall nur die Garnison einer belagerten Festung erhielt. Sie durften in voller Rüstung mit freiem Geleit abziehen. Obwohl diese Niederlage den Glauben an die Unbesiegbarkeit der Tercios erschütterte, wurden sie weiterhin erfolgreich eingesetzt.
Um 1700 waren die Stangenwaffen fast komplett durch Musketen mit aufgesetzten Bajonetten ersetzt worden und im Jahr 1704 wurden die Tercios schließlich abgeschafft und mit Einheiten ersetzt, die nach französischem Vorbild reformiert worden waren. Die Kriege des nächsten Jahrhunderts wurden von linearen Formationen geprägt. Einen Vorgeschmack darauf gaben bereits die niederländischen Reformen unter Maurits von Oranien und die schwedischen unter Gustav Adolf.